Tarifverhandlungen für die 69.000 rheinland-pfälzischen Chemiebeschäftigten in Mainz. Nach mehr als 2 Stunden Verhandlungen gingen die Arbeitgeber und die Gewerkschaft IGBCE ohne Ergebnis auseinander. Die Arbeitgeber halten die Gewerkschaftsforderung von 6% mehr Lohn und eine zusätzliche Verdopplung des Urlaubsgeldes für deutlich zu hoch. Ich glaube, man muss bei der Forderung mit in Betracht ziehen, dass heute ein Tarifmitarbeiter in der Chemieindustrie schon über 59.000 Euro im Durchschnitt als Entgelt verdient. Wenn Sie in dem Verhältnis eine Tarifforderung von 6% plus entsprechender Urlaubsgelderhöhung sehen, dann ist, glaube ich, offensichtlich, dass das bei weitem zu viel ist. Tatsache ist, 2017 hat die Chemieindustrie zugelegt. Aber die wirtschaftliche Dynamik aus dem vergangenen Jahr hat längst an Geschwindigkeit verloren. Und die weitere Entwicklung ist ungewiss. Im Moment geht es der Chemieindustrie wirtschaftlich gut. Das wird auch überhaupt nicht bestritten. Man muss aber auf der anderen Seite auch sehen, dass Tarifverhandlungen sich ja auf die Zukunft beziehen. Und wenn wir heute für die Zukunft nicht sehr verantwortungsvoll handeln und sehr genau überlegen, was eine angemessene Erhöhung ist, dann würden wir einen ungedeckten Scheck auf die Zukunft ausstellen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Zusätzliches Problem: Der globale Wettbewerb wird härter. Und die chemische Industrie exportiert rund 70% ihrer Waren ins Ausland. Und es ist kaum vorhersehbar, wie sich der Brexit und die US-amerikanischen Handelsbeschränkungen auswirken werden. Spielt eine sehr große Rolle. Wenn Sie sich alleine in den Medien die Veröffentlichung der letzten wenigen Wochen anschauen, was sich dort alles ergeben hat, da gibt es kein einziges positives Signal, sondern nur Gründe, entsprechend auch vorsichtiger zu agieren. Wenn Sie sich die Weltmarktanteile der Chemieindustrie großer Industrienationen angucken, dann wird auch vollkommen klar, dass gerade Schwellenländer rasant steigen. Also wir dürfen das keinesfalls ignorieren und müssen das selbstverständlich mit berücksichtigen. Die Tarifverhandlungen sind ohne Ergebnis vertagt worden. Sie werden im September in Hannover auf Bundesebene fortgesetzt.